anticapitalista, anticapitalista, anticapitalista. Die Mitarbeiter entscheiden hier über Kürzungen oder das Existenzminimum.
Mindestminimum, indem sie mal eben einen Hut beschützen oder ankreuzen. Das geht ruckzuck und die Sanktionen der Betroffenen gerät völlig aus dem Blickwinkel. Vor allem die Hartz-IV-Reformen haben den Niedriglohnsektor in Deutschland durchgesetzt und damit den Boden bereitet für den nationalen Wettbewerbsstaat, die anderen Länder in Europa das fürchten werden. Und der BRD und die BRD zum richtigen Krisengewinner gemacht hat. Vor diesem Hintergrund ist es geradezu zynisch, dass deutsche Politikerinnen und Politiker den Ländern in Südeuropa Reformen nach dem Hartz-IV-Vorbild verordnen wollen. Hartz-IV hat die Position der arbeitenden und prekären Klasse insgesamt geschwächt, und zwar europaweit. Deswegen sagen wir heute, und das haben wir schon vor 11 Jahren vor der Hartz-IV-Reform gesagt und gefordert, für Niedriglohn und Leiharbeit haben wir heute keine Zeit. Und nochmal von allen, für Niedriglohn und Leiharbeit, dafür haben wir keine Zeit. Niedriglohn und Leiharbeit, dafür haben wir keine Zeit. Was?
Was ist los? Was ist das Problem? Was denn? Leuchte du mich noch einmal an, dann haben wir ein Problem. Wo ist der Einsatzleiter? Was rum mit der Scheiße? Das ist ganz entspannt. Ja, genau, was ist das für eine Diskussion? Der ganze Abend ist gut gelaufen. Was soll denn das? Was soll das denn? Wir sind jetzt gerade. Hier ist verantwortlich. Im nächsten Moment. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Haut ab! Haut ab! Haut ab! Mitnehmen. Die wollten wieder Scheiße bauen einfach. Auf Wiedersehen! Ich will hier keiner sehen! Ihr habt dich doch schon vor 2 Jahren kontrolliert!